Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Frontline Western Front. Das ist jetzt der Nachfolger von Frontline Road to Moscow und Frontline The Longest Day. Erstmal vielen Dank an die Entwickler für den kostenlosen Key, den sie mir zugeschickt haben, damit ich das Spiel nämlich mal anspielen kann. Kurz mal zur Spielerklärung. Es ist ein rundenbasierendes Strategiespiel, was hier an der Western Front stattfindet. Spielen kann man jetzt die Deutschen und die Alliierten in 5 Kampagnen. Wir haben auch noch 10 Sandbox-Missionen, wo man dann noch spielen kann. Es soll noch weiter an dem Spiel gearbeitet werden. Ja, lassen wir uns überraschen. Also wie gesagt, ich fand Road to Moscow sehr, sehr cool. The Longest Day habe ich mir nie geholt, weil man dort ja auch nur die Army spielen kann. Wir werden uns mal die Kampagne anschauen. So, wir sehen es ja selber. Wir haben jetzt hier irgendwie nur die USA-Kampagnen. Also ich denke mal, im Kompletten, wenn die Spiel dann fertig ist, werden auch hier die Deutschen mit drin sein. Wir werden jetzt einfach mal die erste Mission von Sizilien hier anspielen. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist die überarbeitete Grafik. Das ist schon mal sehr gut. So. Alliierte Invasion von Sizilien. 9. Juli, 17. August 1943. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Das Spiel soll für 3 Dollar im Sale in Steam dann im September erscheinen. Also Leute einfach auf die Wunschliste setzen. Also unsere Ziele hier. Beseitigen Sie alle gegnerischen Kräfte. Das ist unser Hauptziel. Besetze... die kann ich jetzt leider nicht aussprechen, könnt ihr hier sehen. Besetzen Lentina. Das sind unsere 2 Sekundärziele und hier oben ist halt unser Hauptziel. Ihr müsst halt jetzt aufpassen, wenn ihr nämlich zuerst jetzt alle Kräfte erledigt und die 2 Städte jetzt noch nicht eingenommen habt, dann ist die Mission beendet und die Sekundärziele nicht erfüllt. Also da müsst ihr aufpassen. Und was mir natürlich jetzt noch gut gefällt, ist, dass wir diesmal nämlich jetzt auch ein Rundenlimit haben. Nicht so wie zum Beispiel in Frontline Road to Moscow, da könntet ihr ja 100 Runden spielen, wenn ihr gewollt habt. Und hier habt ihr wirklich ein Rundenlimit. So, was mir wirklich auch sehr gut gefällt hier sind die Einheiten. Was ich aber natürlich dem Entwickler schon geschrieben habe, ich finde, dass das, das Wasser ein bisschen leer ausschaut. Aber so, die Landschaft und so weiter gefällt mir eigentlich jetzt auch ganz gut. Vor allem auch die Darstellung jetzt der Einheiten. Also, wir gucken uns das Ganze mal an. Hier sind unsere Infanteristen. Ihr seht hier unten die Zusatzbonis, was wir hier haben. Sabotage, Infanterie plus 50%, Rüstung plus 50%, Verteidigung minus 50%, Munition minus 3. Also das sind hier so wie Brandsätze. Und dann haben wir unsere Panzerfaust. Die können wir aber jetzt sowieso nicht auswählen. Wir werden die sowieso nehmen für unseren Bunker hier. Aber wir werden jetzt erstmal mit unserem Schlachtschiff hier drauf schießen. Willkommen an der Front. Strategie und Koordination, das Studieren der feindlichen Taktik und der Einsatz von Spezialfähigkeiten werden der Schlüssel sein. Viel Glück. So, wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal unser Schlachtschiff hier und werden jetzt den Bunker erstmal ein bisschen beschädigen. Ihr seht das selber. Er würde jetzt normalerweise 2 Trefferpunkte erleiden, aber das ist ja auch immer so so eine ungefähre Rechnung. Das muss nicht heißen, dass er jetzt auch 2 Trefferpunkte abbekommt. Ah, okay, diesmal hat sogar geklappt. 3 Punkte hat er noch. Dann setzen wir mal jetzt ihn nach vorne. Da haben wir zum Beispiel jetzt schon mal den Bunker. Und hier ist es ja so, Capture, das ist ja eins von unseren Sekundärzielen, genauso wie das hier. Und wenn wir die 2 erledigt haben, sollen wir hier auf der ganzen Karte dann natürlich dann den Gegner noch komplett zerlegen. Jetzt werden wir erstmal die erste Stadt hier einnehmen. Seht ihr dann selber, das ist wie in die Vorgänger. Und ihr bekommt dann auch Prestige dazu.
Ihr könnt ja auch neue Einheiten noch dazu beordern, seht ihr selber, was die dann hier kosten. Aber wir wollen es jetzt erstmal ohne spielen. Wir haben auch schon mal unsere Landungsboote hier an Land setzen. Die bringen wir mal hier hin. Und was natürlich noch gut ist, diesmal haben wir nämlich auch Supply Trucks, also Versorgungstrucks im Spiel. Das Versorgungshauptquartier wird zum Nachrüsten und Versorgen von Einheiten aller Art verwendet, die sich in der aktuellen Runde nicht bewegt oder angegriffen, die sie nicht bewegt oder angegriffen haben. Ja, also da ist es nämlich dann so, wenn ihr jetzt zum Beispiel Einheiten habt, die nicht bewegt sind oder nicht angegriffen haben, die könnt ihr mit diesen Versorgungstrucks hier entweder heilen oder Nachschub geben, wie Munition oder Treibstoff. Hier haben wir eine Artillerie. Panzer. Ah, jetzt kriegen wir gar nicht... Ah doch, wir kriegen sie sogar an Land hier. So, Infanterie. Panzer, Infanterie. Das war's jetzt eigentlich. Können wir... Ihr könnt ja auch einen Zug wieder rückgängig machen, wenn ihr jetzt wollt. Jetzt gehen wir aber erstmal auf Runde beenden, ne? So, unsere Runde. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier am blödsten vorgehen. Hier drüben sind auch noch welche, die werden wir aber jetzt noch nicht sehen. Das kenne ich ja zum Beispiel auch vom ersten Teil. Wir können dann eigentlich in dieses Gebiet hier gar nicht rein. Das wird ab erst aber bestimmten Runde freigeschalten. Also so kennt sich vom ersten Teil. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das hier ist. Die haben drei, aber ihr seht, die sind eingegraben. Also da werden wir jetzt ein bisschen was brauchen. Wir können ja unsere Einheiten auch eingraben lassen. Gegen Infanterie 16. Da haben wir 15. Ja, wir werden jetzt, glaube ich, mit denen mal hier vorgehen. So, 02. Ah. Haben sie standgehalten. Leider überhaupt keinen Schaden genommen. Wir dafür einen. Dann schicken wir mal unseren Panzer hier mit der Infanterie nach vorne. Okay, auch nur ein Schaden, dafür hat unserer standgehalten. Dann schicken wir mal hier hin. So, unseren Versorgungs-LKW. Die haben wir angegriffen, also können wir mit denen jetzt sowieso nichts machen. Mit unserem Schiff können wir noch angreifen. Das habe ich natürlich komplett übersehen jetzt. Die können wir nicht mehr bewegen. Nein, also können wir jetzt in die Stadt schon mal nicht rein. Dann schicken wir mal unsere Artillerie nach vorne. So, und jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auf Heilen drauf drücken, dann seht ihr ja, hier wird man jetzt 9 dazu bekommen. Hammer. Das ist aber nicht jetzt hier die 9 die Zahl, sondern ihr seht hier unten euren Gesundheitsbalken und der wird nämlich dann wieder aufgefüllt. Die und die. Wenn wir jetzt mal unsere Versorgung anschauen, wir haben sogar einen Luftangriff. Der ist nicht verfügbar, ja, weil uns die Prestige ja nicht reicht. Okay, nee, wir sparen uns die. So, der Gegner macht irgendwie immer nur einen einzigen Zug. Der hat auch die Stadt hier nicht eingenommen. Werden wir mit der Infanterie machen. So, zweites Sekundärziel ist auch erfüllt. Ihr seht jetzt hier 2 zu 2. Also wir würden eigentlich laut der Berechnung jetzt 2 verlieren. Und er auch. Aber wir machen es jetzt so. Und da ist es ja so. Ihr seht ja, wenn wir jetzt hier aus der Entfernung angreifen. 0 für uns, 2 für den Gegner. Also 2 Schadenspunkte für den Gegner. Desto näher wir ranfahren, seht ihr, jetzt würde er nämlich schon 4 kassieren. Und die hat er auch kassiert. So, ihr seht es hier. Der Nebel ist weg. Wir können hier rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, mit unserem Panzer.
Ich werde es mit der Infanterieeinheit probieren. Sie sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen durcheinander, die Jungs. So, wir den Versorgungstrakt bringen wir mit hier rüber. Ach, schon wieder vergessen, wir haben ja immer noch unser Schiff. Bringen wir erstmal den hier weg. So, und jetzt geht's hier weiter. Die Artillerie muss weg, weil die wird man bestimmt schwer zulegen, wenn wir die nicht am Anfang gleich vernichten. So, das bringt mir jetzt auch nichts weiter. Passt. So, Bunker und... Halt, ich will es noch lesen. Bunker und Artillerieeinheiten bieten Unterstützung für benachbarte freundliche Einheiten. Kennen wir zum Beispiel auch vom Panzerkorps. Wenn jetzt eine Artillerie in der Nähe steht und wir jetzt eine Einheit von uns zum Beispiel angegriffen wird, dann würde unsere Artillerie Unterstützungsfeuer leisten. Das kennen wir ja. 2. So, zerstört. Elite-Einheiten profitieren von Initiative. Jedes Mal, wenn ein Ziel eliminiert wird, wird ein Bonusangriff gewährt. Kennen wir ja auch vom ersten Teil. So. Die haben natürlich jetzt schon extrem Schaden hier bekommen. Jetzt werden wir erstmal die hier wieder auffüllen. Jetzt kommen wir mit unserem Panzer hier nicht voran. Wäre gut, wenn wir die irgendwie umgehen könnten. Ne? Wir lassen jetzt die Infanterieeinheit mal hier stehen. Und mit denen versuchen wir jetzt irgendwie hier rumzukommen. Da ist natürlich gefährlich hier mit dem Tigerpanzer. Ihr seht auch 0036 gegen Panzer. Ich denke mal, da werden wir jetzt dann schon ein Problem bekommen hier mit dem. Einheit gefördert. Befördert müsste das bestimmt heißen, oder? Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Jede Beförderung setzt neue Fähigkeiten frei. Verbessert Rüstung oder Feuerkraft. Okay, was haben wir jetzt hier eigentlich? Das könnte man dann wählen, dann haben wir bessere Feuerkraft hier gegen gepanzerte Ziele. So, der ist auch weg. Das Problem wird auf jeden Fall dieser Tiger hier. Den werden wir, glaube ich, mal hier lassen, dann für die Einheit. So, dann ziehen wir mal hier rüber. Hier ist nämlich auch noch eine Artillerie. Die wird dann genauso Unterstützungsfeuer hier geben. Das werden wir auch mit unserer Artillerie probieren, hat aber nichts gebracht. So, ihr seht es ja hier mit diesem Brandsatz. 2 zu 4. Werden wir probieren. Ah, Flammenwerfer sogar. Oh! Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die Einheit hier nicht verlieren. So. Runde beenden. Erfahrene Einheiten können manchmal einen eingehenden Angriff vermeiden. Kein Schaden. Ja. Okay, die Einheit hat sich zurückgezogen. Die ist noch gut bei der Sache. Die werden wir aber trotzdem hier mal auffüllen lassen. So, was machen wir jetzt mit diesem Panzer hier? Wir werden es trotzdem auf diesen Tiger hier probieren. Oh, wir können den Tiger zerlegen. Und wir haben den Tiger, schaut an. Der Tiger ist weg, das war jetzt eigentlich die schlimmste Bedrohung hier. So, ihr Gerät ist nicht verletzt, sondern beschädigt. Sie können es mit unserem Versorgungstrucks hier heilen, reparieren und wieder versorgen. Werden wir auf jeden Fall machen. Aber es geht nicht, weil wir mit dem schon angegriffen haben. So, hier müssen wir auch aufpassen, der hat nämlich nur 3. Kein Schaden. Jetzt werden wir
den erstmal hier auffüllen, ohne dass wir ihn bewegen. Unser Schiff haben wir noch. Oh, wir können ihn zerstören. Und? Yes, wir haben dann. Jetzt bleibt nämlich nur noch diese Artillerie hier oben. So, Runde beenden. So, ihr seht ja hier Runde 6 von 20, also diesmal wie gesagt mit Rundenlimit. Wir könnten den Bunker angreifen. Okay, leider nicht zerstört, dann machen wir es so. So, jetzt bleibt uns ja nur noch die eine Infanterieeinheit hier hinten, die wir zerstören müssen. Da werden wir... Unser Panzer eine Chance, ja. Aber hat leider nur einen Schaden gemacht. Jetzt erstmal die Artillerie hier weg. Ah, die hat sogar absorbiert, ey. Aber jetzt ist sie weg. So, dann könnte man den auch mal mitziehen. Und unsere Artillerie. Ihr seht das selber, viel bleibt jetzt nicht mehr. Es sind noch drei gegnerische Einheiten. Ah, na, vier. Aber die ist ja jetzt sowieso zerstört. Den werden wir jetzt mal hier in die Stadt reinziehen. So, jetzt bleiben nur noch zwei. Siehst, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir mit unserem Schiff hier rüberkommen. Nein, ihr seht, bis hierher würde unser Schiff angreifen. Das ist der Radius von unserem Schiff. Da kommen wir leider jetzt an die Gegner überhaupt nicht hin. So, wir ziehen jetzt mal die hier weiter und die hier weiter. Ja, das ist auf jeden Fall der Untergang hier von den Deutschen. Ne? Mal gucken, ob wir unser Schiff... Wir können halt leider unser Schiff nicht weiterziehen. Das ist nur dieser Bewegungsradius vom Schiff, der was hier unten ist. 1-1. Wir werden uns jetzt erstmal hier eingraben. Das ist der Gegner, der mal alles so leicht hat. Dann mal schauen, dass wir jetzt mit unserem Panzer hier runterkommen. Mit der Einheit noch nach. Wir könnten die Artillerie auch nachziehen. So. Die lassen wir hier oben. Die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so. Also ihr seht jetzt schon, was wir am Prestige hier bekommen haben. Artillerie müsste jetzt eigentlich in Reichweite sein. Ja. Und ihr noch drauf. Nein, einer bleibt noch. Müssen wir es mit ihm hier machen. Das war die letzte gegnerische Einheit. Somit müssen wir die Mission. Genau, ihr seht es hier unten. Victory. Sehen wir mal die Stadt hier noch ein, dass wir die Prestige dazu bekommen. Und da wäre es ja jetzt so. Hättet ihr zum Beispiel, wären jetzt die Sekundärziele zum Beispiel hier oben. Und ihr würdet jetzt alle gegnerischen Einheiten vernichten, ne? Dann würde der Button hier mit Victory kommen. Also ihr könnt nicht nochmal eine Runde starten, ne? Dann wäre die Schlacht vorbei. Wir drücken jetzt mal drauf, ihr seht, brillanter Sieg. Wir haben alle Ziele erledigt. Und haben wir nochmal eine kleine Übersicht. Wir haben 14 gegnerische Einheiten zerstört. 0 haben wir verloren. Hier haben wir einen gegnerischen Schaden. 8 Runden, ne? Prestige Points. 914 Prestige haben wir bekommen. Auch nicht schlecht. So. Wir haben jetzt hier unten ja auch noch die Sandbox-Missionen, wo wir jetzt hier die Deutschen spielen können und hier die USA. Da werden wir uns aber in der nächsten Folge dann anschauen. Ich hoffe mal, ich konnte euch das Spiel ein bisschen zeigen. Wie gesagt, Leute, mir gefällt es auf jeden Fall von der grafischen Darstellung, was sie jetzt gemacht haben, sehr gut. Ich bin gespannt, was das fertiggestellte Spiel dann alles bietet.
Ihr werdet sehen in den nächsten Folgen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier dranbleiben und vor der Veröffentlichung noch ein paar Videos auf jeden Fall bringen. Ich hoffe natürlich, ihr seid weiterhin mit dabei. Euch nur einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.